Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play oder Let's Test. Ich weiß noch nicht, ob ich da auch ein ganzes Erstmal Let's Test und dann Let's Play zu Hunt Showdown. Ja, was gibt es in diesem Spiel zu sagen? Ja, wie der Name schon also sagt. Wenn wir es richtig im Kopf haben, dann gibt es jetzt vier Zweierteams. Und die jagen ein Monster. Auf dieser Map hier? Oder genau. Hey, jetzt jagen wir nur ein Monster. Wollte gerade sagen. Und da vorne sind schon wieder hässliche Hunde. Wollen wir die einfach gleich killen? Ja. Hallo. Ja, die haben gut ausgehalten, ne? Ja. Genau, und gesagt, Hand, Jägerspiel. Wir bilden ein Jägerteam. Für andere bilden, also ein Jägerteam, ja. Drei andere Teams, jeweils zwei Leute in einem Team, bilden auch Jägerteam. Wir haben die Aufgabe, ein Monster zu jagen. Dafür müssen wir aber erstmal Hinweise sammeln. Und indem ich E drücke, seht ihr die blauen Punkte da überall. Da müssen wir hin, dann sammeln wir die Hinweise. Und dann verkleinert sich die Map. Ne, wie im Battle Royale, aber wir können, also wir laufen trotzdem noch in der Map. Ach, zwei so Viecher. Ja, scheiße. Nee, oder? Ich höre schon Schüsse. Das sind andere Spieler. Und wie ihr schon hört, wenn ihr da vorsichtig hinhört, Geräusche sind sehr, sehr wichtig in diesem Spiel. Weil überall gibt's Krähen, Hunde, Wasser, Holzböden. Und die verraten einfach alles. Glas, wenn da ein Spieler rein Dosen, also man muss wirklich vorsichtig sein. Und auf der Karte verteilt sind einfach so schwächere Zombies oder Monster. Ja, die sind halt. Es gibt auch ein bisschen stärkere, aber normalerweise schafft man es. Ach du Scheiße. Schafft man es ganz gut. Genau, das habe ich gerade gemeint mit Glas. Hört ihr das? Und man hört natürlich auch. Ah, das ist der fette. Wollen wir den killen? Weil der hört uns nur. Ja. Alter. So viel zu dem Thema. Der hört uns nur. So war wenigstens die Beschreibung. Wo ist denn das Zeug? Genau, so. Da. Oh, lol, falsche Taste gedrückt. Haben wir die Karte aktualisiert, jetzt ist das grau, das heißt, da ist kein Vieh, also da ist nicht dieser Gegner, den wir haben, den wir jagen müssen, sondern nur hier. Aber wir müssen weitere Hinweise sammeln, um genau herauszufinden, wo der ist. Genau, einfach mal nach links. Da sind wieder ein paar kleine Viecher. Ich höre ein Pferd. Oh. Ich tue mich kurz mal heilen. Ey, wo läufst du hin? Ich habe nur zwei Viecher noch gekillt, weil die mir gerade so. Achso, okay. So. Kann man einfach hier drüber, ja. Gut, wir hatten jetzt schon ein paar Runden gemacht und es war immer Tag und es ist auf einmal Nacht, jetzt muss man abnehmen wollen, wollt, aber. Oh. Das war's. Aber das Mondlicht sieht schon cool aus. Da, ja, doch. Da, wo der Mond ist. Ja. schon gesagt, es gibt verschiedene Tageszeiten und auch verschiedene, verschiedene Maps, jetzt nicht so viele, ich glaube zwei oder drei, bin ich mir nicht sicher. Zwei gibt's jetzt. Ja, aber die sind alle, aber dafür sind die immer die Spots ein bisschen immer unterschiedlich, wo die Viecher sind. Es gibt natürlich so eine Kirche, wo oft mal ein Spot drin ist und ja. Gibt so häufigere Spots, wo es. Ui. Was war das denn? Da war ein Blitz. Achso, das war ein Blitz, okay. Boah, ich seh grad gar nichts. Ah, ja. Genau, und wir beide haben uns gewundert, weil wir haben das Spiel schon einmal gespielt und da haben wir die Grafik richtig gut in Erinnerung gehabt. Ja, jetzt geht's aber eigentlich. Ja. Aber ich fand's trotzdem irgendwie lustig. Irgendwie. Ja. Kann natürlich auch sein, dass es einfach. Vorsichtig so wieder die Enten. Ja, was soll ich machen? Fliegen weg und dann duckst dich, sag ich. Nee, aber jetzt
sieht es eigentlich mit der Grafik wieder besser aus, aber ich habe es wirklich einfach generell ja. besser in Erinnerung gehabt. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, das ist ja die Cry-Engine und da kann man noch richtig viel rausholen. Du holst das Ding mal, ich schaue hier mal zu. Und das ist wirklich ein richtiges Teamspiel, also alles was man macht, das kommt dem Team zugute, also auch von den Punkten her. Also man muss nicht irgendwie Kill-Steal oder sowas machen. Oder wenn der andere irgendein Monster killt oder verbannt, dann kriegt der andere das auch noch. Genau, und immer schön versuchen Nahkampf zu machen. Damit man schön leise unterwegs ist. Ja, aber wie ihr schon vielleicht mitbekommen habt, hört man die Schüsse von den anderen Spielern. Ja. Man sollte also generell versuchen, eher leise vorzugehen. Da vorhin die Hunde da, ja, es war halt direkt beim Spawn. Ich glaube, da kann man sich das ab und zu mal gönnen. Gehen wir zu denen direkt vor uns, oder? Ja. Jetzt, wo es dunkel ist, fällt mir auf, dass es sau schwer ist, wenn du E drückst, ne? Dann ist einmal stockfinster, du siehst gar nichts. Das sind auch so Hunde. Ja. Oh. Rechts Schüsse. Rechts von uns. Rechts vor uns, ja. Ja, wir kommen schon verdammt links nahe. Auf, links auf, Schüsse. Die werden doch jetzt nicht alle zum gleichen Hinweis hinlatschen, oder? Ja, das kann schon sein. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube, jedes Team hat schon eigene, oder? Ich weiß es nicht. Weil die spawnen ja auch unterschiedlich, die können ja nicht die gleichen Hinweise irgendwie da. Okay, ich glaube da wo... Oh nein. Okay, ich muss schießen, ich muss schießen. Scheiß Viech. Da ist noch so eine Tante. Ja, ich seh's. Ja, die kommt auf mich zu. Ah, wohl, nee, doch nicht. Kam mir nur so vor. Ich glaube, da hinten in dem Haus ist wer. Ja. Da war eigentlich unser Hinweis ist. Ja, genau. Ja, vielleicht ist ja auch da wieder gleich das Viech. Links von uns sind auch Monster. Genau, und diese Tante, die ihr da gerade seht, die ist furchtbar, weil die hat irgendwie so giftige Mücken bei sich. Und die nervt einfach tierisch. Ja, die... Und der Kopf ist auch nicht oben drauf, sondern hier seitlich, wie ihr seht. So. So. Einmal rüber, oder? Irgendwie. Mhm. Und das werdet ihr vielleicht auch noch sehen. Andere Spiele sieht man relativ schlecht. Also man muss wirklich die Augen offen halten. Vor allem jetzt, wo es dunkel ist, sieht man die wahrscheinlich gar nicht. Oh shit. Meistens sieht man es dann, wenn es zu spät ist. Kann man den irgendwie weil, im Nahkampf versuchen? Weil das Besondere ist auch an diesem Spiel, wenn man tot ist, an diesem Spiel ist man tot. Also man verliert auch die Ausrüstung dann. Zumindest wenn man dann Level 16 ist. Ich geh hoch, ich geh mal zum Himmel. Oh nein, oh nein. Andere Spieler? Nein, die Tante. Boah, das war jetzt ein bisschen. Ja, ich konnte nichts anderes machen, die war direkt vor uns. Hat er aktualisiert? Gut, so, wo ist es? Okay. Okay. Ist klar. Haben wir es schon mal? Seht ihr genau da ist jetzt das Viech, was wir jagen müssen? Ja. Hinter uns Schüsse. Und? Oder direkt. Ja, oh. Oder beim, beim Boss. Beim Boss scheint es, ja. Komm mal zu dir. Ja, da wird jetzt voll das. Voll abgehen dann, wenn da alle Spieler sind. Das ist halt der Nachteil, ja. Ja, aber es gibt ja auch, dass zwei Gegner normalerweise. Also zwei Bosse? Kannst, zwei Bosse in ja. der ganzen Map. Und da verteilen sich halt alle. Die einen machen das, die anderen das. Und ja, aber wenn nur ein Boss da ist, ist es dann schon happig, weil wenn alle auf das eine nur gehen. Da hinten laufen welche. Da hinten. Da hinten. Links. Ich sehe nichts. Warte genau auf. Geh in den Wald, geh in den Wald, geh in den Wald. Ja. Ach, die sind da lang gelaufen.
Rechts von mir, rechts. Oh ja. Hab ich einen getroffen? Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Einen habe ich, einen habe ich. Gut. Einen habe ich, aber da ist noch einer. Ja, ich werfe eine Granate. Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Ich muss mich kurz heilen. Wo ist die Leiche von dem anderen, dass er den nicht wiederbelebt? Da, wo du bist ungefähr. Ich muss kurz nachladen. Weil ich habe den nicht einmal getroffen. Siehst du ihn? Ja, er ist im Gebüsch. Er ist beim Feuer. Beim Feuer? Da, beim Wagen irgendwo. Bei welchem Wagen? Zehn. Hab ihn. Hab ihn nochmal. Er ist tot, glaube ich. Okay, wo ist die Leiche? Ich finde die Leiche nämlich nicht. Ich laufe zu ihm hin. Er ist tot, ja. Wo ist die Leiche von dem Spieler? Ich finde die nicht. Okay, geil. Was? Ich nehme mal seine Waffe, der hat einen Sniper. Das ist so gut, ist ein naher Kampf. Oh meine Fresse, hier sieht's echt so schlecht. Wo ist hier die Leiche von dem anderen Spieler? Ich finde die nicht. Moment mal, hab ich einen jetzt? Genau. Aber ich habe doch nochmal Schüsse gehört, oder? Ja, ja, weil hier gleich der Ding ist. Ich finde ihn nicht. Da ist er doch. Wo denn? Ich laufe hin. Alter. So. Gut. Spannend. Ein Team haben wir ausgeschaltet. Okay, das Zielfernrohr, das geht echt weit. Holy moly. Also das ist ein Sniper. Ach du Scheiße. Also da kann man echt auf Entfernung kämpfen gegen andere Leute. Ich kann mal Leben und Muni aufrüsten, glaube ich. Ach, das ist sehr gut. Sehr, sehr schön. So, und auf zum... Da lang. Ja. Der wird in diesem... In dieser Scheune sein. Oh, da hast du mich jetzt erschrocken. Gut, ein Zweier-Team ist schon mal weg. Okay, das Sniper bringt in der Nacht irgendwie fast nichts. Ja, vor allem, wenn da jetzt plötzlich welche vor uns stehen, so nur im Umkreis von 3 Metern oder 4 Metern, dann hast du echt verkackt, ne? Ja, ja, klar. Aber ich habe die Hoffnung, wenn man es sieht, dass sie ein bisschen weiter weg sind. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja, aber du musst dann wahrscheinlich auch öfter hitten und wenn sie einmal getroffen werden, verstecken sie sich sofort und wissen, dass wir da sind. Klar. Ach, die Kirche, das ist doch die Kirche, oder? Schon wieder in der Kirche, ja. Traut sich keiner rein, oder? Achso, das ist so ein Typ. Muss aber aufpassen, damit keiner aus der Kirche raussnipt oder so. Alter, es wackelt aber ganz schön rum. Kann man irgendwie Luft anhalten in diesem Spiel? Bestimmt. Oh, nee, oh. Wow. Oh Gott. Nein, der packt jetzt rum und macht Lärm. Ja, und wie kommen wir da drüber? Ich denke mal so oft, dass da andere Spieler sind. Hier ist so eine Brücke. Das sind so Wasserviecher. Eben, deswegen will ich nicht durchs Wasser gehen. Wohl, das ist nicht die Kirche, ne, das ist anders. Hier ist die Kirche, oder? So, nee, ja, aber so ähnlich. Das ist Sägewerk oder sowas. Ich höre schon Trampeln. Boah, das ist so aufreißend.
Ich weiß nicht, ob wir gegen den kämpfen sollen, weil... Stimmt, ich habe jetzt eigentlich einen Sniper, ne? Sehr gut. Na gut, ich kann einigermaßen noch im Nahkampf aus der Hüfte schießen. Ja, aber sollen wir jetzt den kämpfen? Weil wenn wir den kämpfen, dann werden die anderen uns angreifen. Weil es gibt höchstwahrscheinlich noch zwei andere Teams jetzt. Hm. Das ist halt jetzt... Ich weiß nicht. Wir könnten ja ein bisschen auskundschaften. Sagen wir mal, sobald wir da hochgehen, sind wir eigentlich offenes Futter für andere. Ne? Ja. So aufs Dach oder so, obwohl ich das gerne machen würde. Ja, voll. Na gut, in der Nacht könnte man... Sollen wir hochgehen? Ich riskier's jetzt einfach mal kurz. Du bleibst unten erstmal. Ja, ich bleib erstmal unten. So, erstmal gucken. Du hast eh so auf die schön eigentlich. Auf die Schnelle. Ich höre Schüsse. Ich höre jemanden durch Glasscheiben. Ja, genau, das meine ich ja. Sorry, wir waren keine Schüsse. Ich glaube, du kannst... Warte, ich geh nochmal eine Stufe nach oben. Irgendwie die sind drin, da, ja. Ja. Ich geh jetzt die Leiter hoch. Oh fuck, es ist gerade aufschränkt. Leck mich am Arsch. Toll. Wir kommen jetzt nicht hier nur rein, wenn wir ein Glasfenster mal kaputt machen. Ehrlich. Oder ist das das Monster, wo durch die Glasscheiben geht? Das kann auch sein, ja. Ich mach jetzt mal hier. Fuck, ist es laut. Lol, da ist ein Seil. Kann man da irgendwas machen? Oh, nee, lieber nicht. Was? Ich weiß, wo das Seil hingeht. Zur Glocke hoch. Hey, das. Alter. Mann, nie. Mann, nee. Oder soll man läuten? Nee, lieber nicht. Nee, lieber nicht. Ja, sonst wissen sie, dass wir oben sind, ja. So, ich werde jetzt zuerst runtergehen. Ne? Warte mal, sieht man hier irgendwas vielleicht? Nee, ich sehe nichts. Also, ich lebe noch, das heißt, an der Treppe hat keiner gecampt. Oh, was ist das hier? Ein Villa-Haus oder so. Oh, fuck it. Wo bleibst du? Da bist du. Scheiße. Sag jetzt nicht, dass die... Die ist verschlossen. Müssen wir aufhauen irgendwie. Also sollen wir das Licht kaputt schießen? Ne, obwohl das geht glaube ich nicht zurück, oder? Kann nicht schießen. Ja, ich weiß nicht, ob wir runterspringen auf die Treppe und vielleicht links reingehen können, weil da scheint die Tür noch... offen zu sein. Aber in so einem engen Raum gegen den Boss kämpfen, ne? Viel Spaß, ne? Das ist der andere Raum. Wir mit Nahkampf einfach aufballern. Ich bring jetzt darüber. Gib mir Deckung. Unten sind ein paar schwache Viecher. Ist die da offen? Ah ja. Oh ja, hier ist der Kampf. Fuck it. Soll mich offen lassen oder schließen? Warte, ich mach hier nochmal auf, ich mach hier auf, dass wir nochmal raus können. Ja, aber die anderen kommen auch leichter rein. Fuck, Alter. Warte, ich mach wieder zu. Wir können die hier nehmen. Ich schau ein bisschen nach hinten. Zur Leiter und zum Eingang. Moment, hab ich irgendwas dabei? Nee, ich hab nichts. Das heißt, keiner hat gegen den gekämpft. Nee.
hast mich eingesperrt. Ich schau ein bisschen immer noch. Ja. Ich muss nachladen. Scheiße, ich muss auch nachladen. Draußen ist ein Pferd, aber ich weiß jetzt wirklich nicht. Kämpft so ein bisschen gegen mich und ich. Ja. Ich ein bisschen nach hinten. Fuck. Fuck, ich lauf. Das erinnert mich gerade an Dead by Daylight. Komm, den schaffen wir. Wenn ich muss mich kurz. Lebt, ja. Ich kann dich auch verbinden dann. Hab ich. Sehr gut, dann schnell verbannen. Zang. Okay. Wir müssen ein gutes Spot suchen. Ich da höre haufenweise Pferde, hörst du das? Etc. etc. Alter, hier sind überall Treppen. Da ist einer! Direkt bei der Leiche. Jo, ich seh's. Hat mir direkt einen Kopfschuss reingehauen. Oh, mir auch. Ja, gegen zwei keine Chance, Alter. Einen habe ich aber zweimal getroffen. Oh, der eine hat mich jetzt so überrascht. Ich habe ihn gesehen und dann zack, schon einen Kopfschuss. Dass du so schnell weg warst. Ach, leck mich doch. Ja, der hat mich angeschaut und direkt einen Headshot reingedrückt. Leck mich am Arsch. Scheiße. Aber trotzdem eine geile Runde irgendwie. Ihr seht, es kann ganz schnell gehen. Gut, also unser Jäger, der ist jetzt leider hier fort. Zum Glück haben wir Level 1. Gott sei Dank waren wir Level 1, ja. Scheiße, Mann, jetzt haben die es. Jetzt haben sie echt auf gewartet, die haben, ne? Ja, die haben wahrscheinlich gewartet, bis wir es killen. Ja. Die haben jetzt einfaches Spiel, ich glaube, da. Wenn nur noch ein Team da. Ja. Hey, warum haben wir die Verbannung bekommen? Achso, ja, weil wir die Verbannung angefangen haben, ne? Ja. Ja gut, man kriegt schon gut Erfahrung und sowas, also so ist es nicht. Und hört euch die Musik an, ist die nicht geil? Neue Gegenstand, ich hab ne neue Waffe. Höllenfeuerbombe, holy shit. Höllenfeuerbombe, ja. Aber hey, wir haben zwei Jäger gekillt, also wir waren jetzt nicht schlecht, haben auch den Boss besiegt. Ja, also blöd, dass der direkt rein und direkt Headshot bei dir. Ne? Das war echt. Ich war alleine. Ich hab's die ganze Zeit gesehen und den einen habe ich ja zweimal getroffen, dass der nicht gleich verreckt ist. Das hat mich, also eigentlich bei zwei Schüssen ist es normal, ist er tot, ne? Das macht glaube ich 38 Schaden, also man müsste glaube ich dreimal treffen. Ja. Bei den anderen vorhin musst du ja. Bei den zwei Charakteren, da bin ich Level 23 und da Level 17. Und jedes Mal, also jetzt haben wir Rang 16, also wenn du höher Rang als 16 bist, dann verlierst du deine Charaktere, wenn sie tot sind. Aber nur der Blutrang links oben. Also wissen wir es aktuell auch. Ja, ich hab's gezeigt, ja. Wir sind jetzt 18 und deswegen verlieren wir die Charaktere sofort. Und ich mag die Charaktere nicht verlieren, deswegen mache ich immer rekrutieren und suche einen. Genau. Kann man hier irgendwie neu rekruten? Neu rekruten, jawohl. Ja. Also die Schrotflinten will ich irgendwie nicht, weil die Reichweite ist richtig mies. Also Schrotflinten sind zum Beispiel jetzt gut gewesen. Die wäre jetzt richtig stark gewesen. Wär's heftig gewesen, ja. Aber sag mal, draußen sind Schrotflinten eigentlich ziemlich beknattert. Und meistens kämpfst du halt draußen. Eigentlich immer draußen. Außer dass eine Schrotflinte, außer du hast keine Schrotflinte dann drin. Aber wenn du Schrotflinte hast, kämpfst du prinzipiell immer draußen. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, wir machen aber jetzt trotzdem mal Schluss. Mhm. Lass ich auch sagen. Genau, dann bedanken wir uns fürs Zugucken. Schade, dass es nicht ganz geklappt hat. Aber war trotzdem also, was jetzt noch passiert wäre, wir hätten dann den Verband, das hätte ein bisschen gedauert, so 3 Minuten oder sowas. Und dann hätte man zu einem Ausgang gehen müssen. Und dann hätte man halt noch ein bisschen mehr Belohnung bekommen. Das aber sieht man in der nächsten Folge. Genau, also dranbleiben, schaut euch die nächste Folge an.
Danke fürs Zuschauen. Ciao. Gut, danke. Ciao.